herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf Entdeckerreise. Wir sind unterwegs an einem kleinen wilden Fluss. Wir haben uns da ein paar Infos zusammengetragen, auf Google Maps ein bisschen rumgesucht. Und ihr erlebt uns gerade an unserem ersten Nachtlager. Wir sind gestern sehr, sehr lange noch unterwegs gewesen, haben nichts Vernünftiges gefunden mit dem Einbruch der Dunkelheit und mussten dann irgendwann mal pennen, haben am Flussufer unser Lager schnell aufgeschlagen, die Liegen rausgekracht. Ich habe gestern Abend noch zwei Karpfenruten reingeschmissen. Ist aber bisher nichts passiert. Direkt hinter die Wasserpflanzen hier ein ganz spannender Platz. Im Hintergrund so eine alte Burg oder eine alte Kirche, was das ist. Eine kleine Brücke. Aber jetzt geht es erst richtig los und wir wollen euch gerne mitnehmen. Ist ja immer eine spannende Sache. Wir reisen mit relativ leichtem Gepäck, dass wir schön flexibel sein können. Ich habe mein 435er Volley dabei. Im Boot drin haben wir noch ein Schlauchboot, die kleinen Zelte. Ja, da hinten steht der Bulli. Der Wolfgang hat gut geschnarcht heute Nacht. Der ist fit. Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Nee, alles gut. Wir haben 7 Uhr. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Jetzt krachen wir alles aufs Boot und jetzt suchen wir uns einen Platz, wo wir hier in den kleinen, wilden, uns komplett unbekannten Fluss die Boote reinbekommen. Und dann beginnt das Abenteuer. Ich hoffe, ihr habt Bock, ihr seid dabei. Was uns erwartet, wissen wir absolut nicht. Wir kennen uns hier überhaupt nicht aus. Aber genau das ist ja der Reiz, ne? Bin gespannt, welche Fische, ob uns hier Fische, beißfreudige Fische, erwarten werden. So, jetzt schnell noch eine frische Unabubs. Ich habe mir für jeden Tag der Reise eine eingeplant, habe mir so ein Set bei Snox geholt. Die Teile sind mega bequem, mega stylisch. Nicht nur beim Angeln. Abfahrt. Alles perfekt verstaut, alles gesichert. Hucki zucki wieder eingepackt. Jetzt suchen wir uns einen Platz, wo wir ins Wasser reinkommen. Und dann geht's los. Abfahrt. Nach langer Suche und Irrfahrt haben wir einen Platz gefunden, wo wir hoffentlich mein Volley und das zweite Boot, das Schlauchboot, gut reinkriegen. Eine kleine versteckte Slippe. Ja, und hier ist der wilde Fluss, an den wir wollten. Mega spannend. Mega spannend. So, alles vorbereiten und gleich sehen wir uns auf dem Wasser wieder. Fini, fangen wir hier einen Fisch. Fangen wir hier einen Fisch. Ja, das ganze Chaos, was vorher im Bulli war, ist jetzt beladen, aber mit unseren zwei Booten. Wir haben ein 3,30 Meter langes Zepter Schlauchboot dabei und das Volley. Ganze Gepäck drauf ist verteilt. Fini ist mega zufrieden. Und jetzt geht's los. Wolfgang und ich, wir werden uns jetzt noch kurz besprechen, ob wir an dem uns unbekannten Fluss hier mit der Strömung fahren oder gegen die Strömung. Wir werden uns jetzt mal auf Google Maps nochmal anschauen. Meistens ist es am sinnvollsten am Anfang von einem Trip, wenn man erstmal gegen die Strömung fährt. Denn wenn was passiert, kommt man auf jeden Fall mit der Strömung zurück, dahin, wo man gestartet ist. Mal gucken, das schauen wir uns jetzt an. Dann sehen wir uns gleich auf dem Wasser. Und ich hoffe, dann auch in Kürze an einem Angelplatz hier in der Wildnis. Der Himmel. Vorhin war schöne Sonne, wir haben mittlerweile beide kurze Hosen an und schwitzen wie die Maurer, wenn man das so sagen darf. Oder besser gesagt wie die Angler, die jetzt alles hier in die Boote gehievt haben. Aber jetzt sind Wolken oben. Naja, Abfahrt. Wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen langsam machen, ne? Nicht gerade euphorisch jetzt hier losheizen auf der Suche nach dem super Platz. Wir haben viele Untiefen, haben wir auf Google Earth schon erkannt.
Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen vorantasten, ja? Weil es kann sein, dass im nächsten Bereich sofort eine flache Kiesbank rauskommt oder große Steine. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, erstmal Strom ab, langsam zu fahren. Wir haben zuverlässige Boote und Motoren, also haben jetzt erstmal keine Angst, dass wir nicht mehr zurückkommen. Um uns so ein bisschen einen ersten Überblick verschaffen zu können, wo ist tiefes Wasser, wo sind vielleicht gefährliche Stellen. Wir sind gut in der Zeit, wir haben jetzt kurz vor Mittag. Dadurch, dass wir heute Nacht, also in der vergangenen Nacht, erstmal in Ruhe uns weiter oben ausgeschlafen haben, sind wir jetzt tippitoppi fit und bereit. Wir haben jetzt hier einen schönen, ruhigen Uferbereich gefunden. Wassertemperatur liegt bei knapp 21 Grad. Auf jeden Fall Bereiche, wo die Wälse, wenn sie jetzt kürzlich geleicht haben, sich noch aufhalten werden. Aber halt kompletter Steilhang, ne? Kompletter Dschungel. Schöne langsame Strömung, drüben ist sehr schnelles Wasser auf Kiesbänken drauf, rauscht sehr schnell durch. Ist natürlich guter Rat teuer, auf jeden Fall jetzt mal nichts überstürzen. In aller Ruhe mal schauen. Ich glaube, wir haben ein erstes aussichtsreiches Plätzchen gefunden. Wir haben hier einen längeren Bereich, der so eine Tiefe hat zwischen 2 bis 4 Metern. Wir haben jetzt gerade bei 60. Einen kleinen Dreher bei unserem Ufer drüben. Die Packungsseite ist tief, 4, 4,5 Meter. Ruhiges Wasser hier drüben. Können wir auch probieren, auf jeden Fall ein paar Köfis zu kriegen und können relativ viel machen. Im unteren Bereich kommt ein langer Bereich, der sehr flach ist, sehr schnell. Einfach mal anfangen, ne? Anfangen, sich rein zu angeln in einem neuen Revier. Die Fini wittert die Fische schon wieder. Ja, vom Schlamm her geht's. Also es war längere Zeit kein Wasser mehr hier an diesem Platz. Wir haben schon befürchtet, weil die Platzwahl, habt ihr ein bisschen selbst gesehen, jetzt beim Bootfahren ist gar nicht so einfach. Viele sehr, sehr flache Passagen und dann wieder gemixt mit kurzen, tiefen Bereichen hier an diesem wilden Fluss. Aber ich glaube, wir haben ein cooles Plätzchen gefunden. Im hinteren Bereich haben wir eine kleine Packung, so ähnlich wie ein Buhnenfeld, was nach oben läuft. Und nach unten einen ruhigeren Flussbereich bei unserem Ufer, der draußen auf die schnelle Strömung trifft. Und hier werden wir es jetzt erstmal probieren. Boote ausladen, aufbauen. Alles rausgekracht aus den Booten. Zelte stehen. Wir haben uns mal provisorisch ein bisschen regenfest eingepackt. Also zwischen beide Zelte noch einen Schirm gestellt, wo ein Teil der Ausrüstung stehen kann. Denn laut Wetterbericht und laut Wolken wird da auf jeden Fall ein bisschen Regen auf uns zukommen. Meist ist vorbereitet. Noch schnell ein paar Steine suchen. Aber da haben wir ja Glück beim Wasserstand aktuell. Guckt einiges hier raus. Ich nutze das sehr gerne. Flache Steine, die sich schön am Boden ablegen. Sowas in der Art hier. Nehmen wir gleich ein paar mit. Finny, hast du einen Stein gefunden? Der ist noch top. Wir werden in der ersten Nacht jetzt hier am Platz mit ganz simplen U-Posen-Montagen angeln. Und um zu testen, ob es irgendwas gibt, wo die Fische mehr draufstehen, also betrifft von der Strömungsverwirbelung an der U-Pose, werden wir einmal unsere Tree-U-Pose einsetzen, einmal den Pilz und dann einmal zwei Mikros. Auf die Mikros stehe ich, ganz geringer Köderauftrieb. Testen wir uns mal durch. 3 Routen, aber das werden wir euch gleich zeigen. Wir nehmen euch mit. Werden wir flussab von unserem Angelplatz ziehen. Da ist ein relativ großer, langsam strömender Bereich und wollen da an die Strömungskante rangehen. Und 2 Routen werden wir flussauf ziehen mit fest umgelenkten Montagen. Wir werden 2 Meter lange Vorfächer einsetzen.
Hauptfuhrfach nehmen wir eine 1,2 mm starke monophile Schnur und im unteren Bereich die Haarmontage, das kennt ihr. Oben der Mega-Hook in der Größe 8.0 und darunter der Cat-Hooker in der Größe 1.0. Ich baue jetzt noch schnell ein paar Vorwäsche zusammen. Wolfgang ist drüben auch am Wursteln. Und dann geht's ans Auslegen. Wir haben hier vorne unterhalb von unserem Angelplatz wie so einen leichten Dreher. Also hier kommt in der Mitte eine Sandkante hoch, in der Mitte dreht so ein bisschen das Wasser und an der Außenkante hier fällt der Fluss relativ schnell ab auf knapp 3,60 Meter. Das ist jetzt der tiefste Bereich, den wir in unserem Angelplatz finden konnten. Ihr merkt jetzt schon, wie das Schlauchboot immer langsamer wird. Da oben läuft das Wasser zurück und in dem Bereich, wo die Strömung geradlinig verläuft und auf dieses stehende, da hinten leicht drehende Wasser trifft. Ja, dort werden wir jetzt unsere U-Posen-Montagen flussabwärts staffeln. Wichtig, genau den Bereich zu treffen, wo das Wasser anfängt zu laufen, weil wenn ihr eure U-Posen-Montage in den drehendes Wasser legt, habt ihr am nächsten Tag auch eine verdrehte Montage. Ja. Beim Zurückfahren, wenn ihr mit Stationärrollen angelt, macht auf jeden Fall nicht den Fehler, Bügel zu und Bremse auf, das gibt Schnurtrall. Einfach hier die Schnur bremsen mit der rechten Hand, Rute euch so leicht in die Schulter legen und unter schöner Spannung zurückfahren. Aber ich kann ja auch Folgendes machen, ich kann sie ja meinem aktuellen Kameramann Wolfi geben, der sitzt vorne im Boot, filmt gerade, kann ich fahren und er kann spannen. Wir sind ja zu zweit unterwegs. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Okidoki. Und dann sind wir eigentlich schon safe. So, bevor es jetzt losgeht, haben wir jetzt natürlich keine Zeit, aber die wird kommen, den Grill anzumachen. Eine schnelle Mahlzeit. Ich habe hier zwei Y-Food Spiced Coffee am Start. Ist ungekühlt haltbar. Ihr habt einen Kaffee drin, der hält wach. Können wir gebrauchen nach der Anreise jetzt. Und eine ausgewogene Mahlzeit. Abfahrt. Erste Aktion jetzt in der Wildnis. Wir gehen ins Boot, Wolfi, weil sonst sammeln wir vielleicht die anderen Routen ein.
Wir schlaufen ein Stück runter, du fährst mir entgegen. Die erste Aktion ist immer was Besonderes. Unser erster Fisch, sofern wir ihn bekommen, ist auf jeden Fall kein kleiner. Bei der starken Strömung hier haben die natürlich Gas, die Jungs. Ne? Das ist das Schlauchboot ruckzuck vom Angelplatz weit entfernt. Die zwei Mikro-Posen bringen uns den ersten Fisch. Immer spannend, ein Kleinhaken hängt da. Ganz knapp gehakt hier im vorderen Maulbereich. Mega, mega. Wir treiben hier schnell den kleinen wilden Kuss runter. Zack, ich hab. So, jetzt werden die Urlaubsklamotten. Moment, ich hake mal schon ab. Mikros liefern. Mal schnell eingesaut. Ich zeige euch mal schnell. Schöner Fisch, schöner Einstieg. Ich schätze mal so 1,80 rum. Der hat doch Spaß gemacht. Petri Heil, mega. So kann es doch weiterlaufen. Der Anfang ist gemacht. Rute wieder direkt nachsetzen. Den Anfang haben die zwei Mikros gemacht. Ich habe es euch vorhin schon ein bisschen so erzählt, ne? Dass es mit meine Lieblings-U-Posen sind. Die liefern eigentlich immer. So, jetzt noch Onkel Wolfgang. Noch mit einem guten Fisch in der ersten Nacht von unserer Tour verwöhnen. Und dann haben wir doch alles richtig gemacht, oder? Rute kommt wieder raus. Ihr wisst wohin, ihr habt es ja gesehen. Und ist er dabei. Bis zum Biss. Wolfi, der Grill ist an und jetzt kommt der nächste Huber. Kriegst ihn beide, müssen wir aufs Boot. Gehen wir aufs Boot lieber. Komm. Wo ist deine Rettungsweste? Die ist doch neben. Ich hol sie dir. Sicherheit geht vor und Abfahrt. Fisch gut drin, der Fisch.
ganz knapp. Wolfi, schon mal ein Petri, ne? Zwar nicht im Boot, aber gleich siehst du genauso aus wie ich. Ohne Handschuh geht er ran. Ganz wichtig in dem Moment, festhalten, Jungs. Sieht doch gut aus. Haarmontage perfekt da eingesattelt. Free-U-Pose 10 Gramm. Petri, mein Güster. Petri, so kannst du doch weitergehen, oder? Ja. Wahnsinnsbüffel. Jawohl. Hört auf. Müssen wir ins Boot. Regen hört auf und es geht wieder von vorne los. Wahnsinn. Ab ins Boot. Und damit einen wunderschönen guten Morgen euch. Für uns startet der Morgen super. Ein Unwetter heute Nacht gewesen, bis heute früh durchgeregnet. Keine Aktion mehr gewesen nach den zwei starken Fischen gestern Abend. Und die ganze Nacht geregnet, gewittert, geblitzt. Und jetzt, vielleicht kommt die Sonne noch ein bisschen durch die Wolken, steigen sie wieder ein, die Jungs. Wahnsinn. Wahnsinn. Huhuhu. Wirklich verrückt. Ne? Wir haben hier draußen so flaches Wasser nach unserem Kehrwasser da oben. Und die Fische geben so Gas. Schlagschnur ist drauf und jetzt ist nur noch ein kurzer Weg. Vorfach kommt. Und da geht es rum. Vielleicht unser erster Zweier. Steht gut drin, der Fisch. Vielleicht der erste Zweier. Boah. Wahnsinn, Wahnsinn. Gibt es einen besseren Wecker als diesen hier für einen Welsangler, glaube ich nicht, oder? Guter Fisch, guter Fisch. Ja, Jungs, das sieht aus nach 2 plus, ein starker 2 plus. Auf die Pilz-U-Pose. Starker Fisch, starker Fisch. Nicht mal 20 Stunden hier.
Eine Nacht geangelt und der erste starke 2 Plus am Band. Habt ihr die roten Flecken gesehen? Das sind noch die Erinnerungsmerkmale, die Bissspuren der anderen Baller von der Laichzeit. Das kann ja nicht lange her sein. Ja? Schaut euch das mal an, starker Fisch. So, Wolfi, gibst du mir einen Handschuh? Ganz knapp im Maulwinkel gehakt. Aber hängt safe. Schlauch hochkommt. Ist noch wild, Kollege. Das ist ein Schädel. Das ist ein Schädel. So, holen wir mal rein. Wenn er passt, wenn er reinpasst in unser kleines Schlauchboot, schaut euch mal diesen Bollermann an. Boah, was ein Büffel. Richtig starker 2 Plus. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir fahren jetzt schnell ans Ufer. Zeigen wir euch den Fisch. Petri Heil. Was ein Büffel jetzt hier im Morgengrauen nach dem Regen. Starker Fisch. Ein richtig starker 220 plus. Petri Heil hier aus dem Dschungel. Toller Fisch. Richtig langer Recke. Hier in dem Revier, wo wir unterwegs sind, ist es erlaubt, sogar gewollt, dass die Welse wieder nach dem Fang zurückgesetzt werden dürfen. Toll. Wenn Menschen begreifen, dass so ein Wels in keinem Fall ein Schädling für unsere Gewässer ist, sondern ein ganz tolles Tier, ein ganz toller Raubfisch. Weiter geht's. Ah, Fisch, Fisch! Eben gerade den Bollermann schwimmen gelassen und jetzt der nächste Einschlag. Boot, komm, wir gehen ins Boot. Zieht das ganze Schlauchboot durch den Fluss hier. Wahnsinn. Ja, kein schlechter. So zieht denn der uns hin? Ich fahre, bis wir den Fisch drüber fahren. Ja. Das ist besser, ne? Ja, genug, aber dass da irgendwas mit einem Schlagstück oder einem Puff habe. Das will ja auch schön. Das ist ein 10er Fisch. Ganz brutal, wie der Fisch jetzt zieht. Wirklich brutal. Ist jetzt hier rüber ins andere Ufer gezogen. Und beim Wolfgang kommt sogar die Sonne raus. Da hinten kommen die nächsten Regenwolken. Steht gut, der Fisch. Das ist kein kleiner. Alter, was ist denn das für ein Ding?
Der hat Bumsen. Oh. Gutes Ding. Schon wieder bloß auf, ne? Muss wieder das Boot anmachen. Ne, der zieht uns. Wahnsinn. Ja, ein richtiger Büffel im Drill jetzt. Unglaublich, unglaublich. Ich fahre wieder hinterher. Alter Vater, der Fisch versucht immer wieder hier in das Ufer zu kommen. Zwei Meter ist er jetzt noch unterm Boot. Mikros, komm hoch. Cooler Fisch. Was hier los ist. Da greift die Bremse. Die haben Power, die Dinger. Nächste starke 2 Plus. Wahnsinn. Besser kannst du nicht laufen, oder? Jetzt kommen zwar die nächsten Regenwolken, aber nach dem Unwetter, Wolfi jetzt an, starken Fisch im Drill. Wahnsinn. Das ist Wallerangeln. Ganz ohne Ende, die Fische. Jetzt verzieht das Gesicht hier. Muss man ein bisschen mehr in die Muckibude, hä? Mega, die Solid-Routen sind da halt wirklich, sind so tolle Blanks. Macht so Spaß mit den Routen. Kraft. Ich habe jetzt gedacht, dass ich nicht so fuchs oder sowas wie der da drüben stand. Der kommt da nicht hoch. Der will nicht. Schaut euch mal diesen Büffel an. Wahnsinn. Was ist hier los im Dschungel? So, Wolfi, du solltest jetzt Handschuhe dann mal anziehen. Du siehst schon ganz schön verballert aus. Der war noch nicht so weit. Kraft haben die Viecher, ist ja abnormal. Wolfgang, komm jetzt in den Fisch. Alter. Was ein Bollermann. Was ein Bollermann. Wahnsinn. Fahren schnell ans Ufer mit dem Fisch, messen den schnell, zeigen euch nochmal. Brutal. Ein starker Fisch. Der hat richtig gut gekämpft. Der hat uns richtig gefordert hier. Schöner Fisch. Keine Laichspuren an dem Fisch. Wahnsinnskampf abgeliefert. Petri, junger Mann. Petri, danke. Schöner Bollermann. Immer noch so böse wie ein Grillfreund. Wahnsinn. Goodbye.
Petri. Petri, danke. Weiter geht die wilde Fahrt. Der dritte bis jetzt nach dem Regen. Unglaublich. Unglaublich. Wolfi. So abartig. Wir sind noch vom Ufer, oder? Das ist echt brutal. Kleiner, aber feiner. Wahnsinn. Petri Heil. Der kleinste Fisch jetzt der ersten 20 Stunden hier in der Wildnis. Wirklich brutal. Alter Falter, das ist ja wirklich brutal. 20 Stunden sind wir jetzt hier in dem Revier. 5 Fische, 4 richtig starke Fische darunter. 3 Fische heute früh nacheinander, wie der Regen endlich aufgehört hat. Das hat ja heute Nacht geschüttet, gedonnert, geblitzt. Also jetzt gilt es auf jeden Fall, hier das alles ein bisschen zu beobachten. Ein Stöckchen vorne am Wasser zu stecken, das machen wir gleich mal zusammen. Weil für diesen Fluss, für dieses Revier hier, wo wir aktuell unterwegs sind, gibt es keine Pegel-App. Ich kenne jedenfalls keine. Wo wir sehen, was der Wasserstand macht. Steck mir den hier vorne an die Kante. Und falls der Fluss jetzt hier anfängt zu steigen, wir haben ein bisschen Platz hoch zu den Zelten, aber das war auf jeden Fall Wissen, da kommt jetzt Wasser. An vielen anderen Gewässern wurde, wenn du da so ein Unwetter wie wir heute Nacht hast, erlebst, kommt auf jeden Fall steigendes Wasser. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen der Super-GAU, wenn uns das hier gleich in den ersten Angelstunden passiert. Aber wirklich brutal. Gestern Abend im Auslegen 2 starke Fische. Die ganze Nacht war es ruhig, aber bei dem Sauwetter, ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video schreiben, wie es bei euch ist. Ich habe ganz selten in so richtig krassen Regenphasen Fische gefangen. In den Regenpausen war es dann immer gut, aber im Regen war Ruhe, war auch nicht schlimm. Haben gut gepennt und heute Morgengrauen, bing, 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 Regen hört auf und die Waller drehen durch, 3 Fische hintereinander. So kann es weitergehen. Und wie es weitergeht, seht ihr in einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch auf die Reise, findet verrückte, wilde Flüsse und erlebt eine ganz spannende Fischerei. Bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.